Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 3 Jahreszeiten. Ja Leute, wir befinden uns gerade im Erstelle einen Sim-Modus, da ich entschieden habe, die WG, die ich bereits ja als LP-Familie in Anführungszeichen habe, nur spielen werde, wenn Ali als Gastkommentator dabei ist, weil er halt auch in der WG wohnt und ich halt ungern jetzt halt die WG spielen werde oder wollte. Deswegen mache ich jetzt eine feste LP-Familie. Ich erstelle dafür eine Frau mit einem kleinen Wauzi oder so, Nicht keine die Ahnung. sehen Sie. Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, ich mache es so. Ich habe es mir so vorgenommen. Sie wird heißen Tiffany Mondschein. Mondschein. Sie ist ein normaler Mensch. Ja, so ist die Hautfarbe okay. Sie ist erwachsen, nicht junge Olivia Erwachsene. Siegner? Sie hat normale Körpergröße und alles Mögliche. Haare, okay, das sieht ja aus wie ein Helm hier, ne? Also das geht ja überhaupt nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich erstelle jetzt eine normale Person und nicht sowas. Vor allem die Augen, ne? Wie die schief die am Kopf sitzen. Ich nehme diese Frisur in der Hautfarbe, sage ich schon, in der Haarfarbe, diese Augenbrauen, lange Wimpern, keine Schminke, einen normalen Kopf, ich bin sehr schnell im Erstellen, halt eine ganz normale Nase, normalen Mund, ich nehme alles standardmäßig. Und jetzt klatschen wir ja irgendwelche Kleidung an ihren Körper. Was wir da nehmen, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass ich irgendwas Angemessenes nehme. Das ist eine normale Person, also keine Hexe, also nichts von diesem Supernatural-Kram. Ja, dieses Diesel-Accessoires. Ich mag die. Ich weiß nicht wieso, aber das war das billigste Addon, was ich gekauft habe. Und es hat echt die besten Klamotten gehabt, muss ich sagen. Ich finde die Klamotten einfach awesome. Also, die sehen einfach gut aus. Hier nehmen wir das hier. Ja, das gefällt dir auch. Die Hosen könnten eigentlich bleiben. Und dann ziehen wir ein paar andere Schuhe an. Die Hosen sind eigentlich vollkommen okay. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Schuhe. Vernünftige. Irgendwie sind das die Schuhe für alles. Besonders die hier. Die gibt es auch für Männer. Welche Schuhe klatschen wir ihr denn ins Gesicht? Ich würde sagen, so ganz normale, oder? Wo sind die denn? Da, die sind okay, die kann sie anhaben. Das Armbändchen, nee, ich glaube, das mache ich weg. Mach da lieber ein anderes hin. Die soll ja. Ja, genau. Sowas ziehe ich hier an. Das ist perfekt. Ja. Bla bla bla. Soll sie eine Brille haben? Ach, ich ziehe mal eine Brille an. Vielleicht sieht das gar nicht so schlimm aus. Vielleicht macht es sie irgendwie hübscher. Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt die Brille, die ich. Hier sind ja Ohrringe schon. Nee, so eine Brille vielleicht? Nee, da gucken ja die Haare rein. Das sieht scheiße aus. Ich mache keine Brille. Ohrringe darfst du ja aber haben. Schwarze. Eine Halskette darf sie auch haben. Aber sieht etwas komisch aus. Gibt es eine andere Fülle? Die kriegt auf jeden Fall Armbändchen. Da. Okay, die Kette war jetzt, glaube ich, etwas zu viel. Das sieht etwas merkwürdig aus. Nee, also das, ich mache die Kette weg. Und so ein Armbändchen dürfte reichen. Abendkleidung. Ja, zerfetzte Kleidung zieht auch jeder zum Abend an. Jeder geht damit in die Disco oder sowas. Das sieht man heutzutage überall. Ist vollkommen normal. Zerfetzte Kleidung ist klasse. Ja, was ziehen wir denn an? Ich glaube. Ja, so ein Hosenanzug hat schon die gute Anna aus der WG. Da möchte ich jetzt nicht das gleiche hier andeutschen. Er hat ja auch was anderes an. Anna, Ja, wie? jetzt. Leider. Das hier. Ja,
Ich weiß nicht, das ist so eine Sache, ne? Aber vielleicht das hier. Ja, das ist okay. Das kann sie anbehalten, damit kann sie ruhig feiern gehen. Schlafanzüge. Hui. Oh, so ein Babystrampler. Gazork. Oh Gott. Ach, das ist, glaube ich, ein Traumsuite. Ich glaube, ich ziehe Unterwäsche einfach an. Ich glaube, das ist einfach bequemer. Keine Ahnung. Ups. Ja, nee, die wollte ich jetzt nicht. Ja, okay, das ist recht viel hier. Verängstigt mich etwas. Und wir ziehen hier einfach mal. Ja, ich weiß nicht, einfach mal den an und was hat sie denn? Ja, ist okay, darin kann sie schlafen. Sie wohnt ja alleine und ihr Hund. Also von daher. Sportkleidung. Oh, da gibt es ja dieses von So, Traums. so. Da gibt es ja das von Traumsuite hier. Ich nehme das mit den Karnickel für die. Siehst du das wieder an? Dankeschön und die Hosen. Ich dachte, das ist jetzt zusammen ein Outfit, aber das war ein. Und diese Hosen hier. Das gehört auch zusammen. Und die Schuhe. Kann aber damit gut laufen. Nee, ich glaube, ich ziehe andere an. Kriegt sie die hier? Ja, ist okay. Badekleidung. Wir sind recht gut in der Zeit. Wir schaffen es dann höchstwahrscheinlich noch einzurichten. Jabadu. Ugh. Wir ziehen dir dieses Blaue an. Das, ich weiß nicht wieso, aber aus Gewohnheit klicke ich immer das Blaue an. Sie läuft barfuß natürlich. Er schwimmt schon mit Flossen und läuft mit Flossen über den ganzen Strand. Boah. Ich meine niemand. Hasesatz. Nein. Pfui. Das sieht nicht gut aus. Und das auch nicht wirklich. Ich glaube, ich ziehe das hier an. Ja, das scheint ganz okay zu sein. Naja, auch nicht wirklich, ne? Das ist ne dämlich mit den Haaren hinten, dass die dann immer im Weg sind. So ein normales zieht auch keiner an. Ich glaube schon, da braucht man was Wärmeres. Ach, ich glaube, ich ziehe einfach diesen Mantel an da. Den gibt's ja. Hier, den hier. Kriegt sie einfach mal in Braun hier. Dötsch. Ja, die Schuhe, ne, das ist ja so eine Frage. Das sieht immer merkwürdig aus, wenn die Sims sich das immer selbst zusammensuchen. Aber rote Handschuhe kann von mir aus bleiben. Dann kriegt sie einfach eine rote Schuhe noch. Da, die kriegt sie dann noch. Und dann ist gut. Dann ist es schön warm. Und ihr Lieblingsessen. Ja, wir sind ja recht gut in der Zeit, ne, meine ich. Ja, ist ganz gut. Waffeln. Lieblingsmusik. Pop. Kein Soul. Lieblingsfarbe. Pink. Nagibus kann ihr. Und sie ist, ja, keine Ahnung, Widder. Und ihre Merkmale sind, nein, 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 begabte Köchin, Sapritina. charismatisch, Mua. eine Diva, exzentrisch, Diva Duna. und geschickt. Was? Und was möchte sie? Monster? Nein, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich wollte eigentlich, dass sie ja im Krankenhaus irgendwie was macht. Es ist irgendwie, glaube ich, angesehener Chirurg oder so. Alles Könner. Nein. Nein, 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 nein. War das nicht angesehener Chirurg oder so? Auf jeden Fall weiß ich, nach was ich suchen muss. Ich bin mir sicher, so meist angesehener Chirurg oder so. Oder angesehener Chirurg nur. Komm schon, irgendwo muss es doch hier sein. Ist doch wohl hier. Da. Weltanerkannter. So. Chirurgin aber. Und jetzt kriegt sie noch ein Wauwau dazu.
Und nach dem Wauwau ziehen wir in eine Wohnung. Und dann hätten wir es auch geschafft. Yay! Dann freue ich mich ganz doll. Weil dann habe ich heute echt ganz schön viel Arbeit geleistet, weil ich habe, glaube ich, 3 Folgen noch Pflanzen gegen Zombies auch noch gemacht. Zwei habe ich auf jeden Fall schon mal hochgeladen. Eine muss ich noch schneiden und hochladen. Und dann mache ich 2 Folgen Sims für heute und Dragon Crusade wollte ich ja eigentlich noch machen, aber. Ein Männchen und wir nennen ihn Sammy. Sammy. So. Die Rasse. Es wird ein kleiner Hund bei einer Wohnung. Ein großer Hund ist ziemlich unpraktisch. Ein kleiner Hund. Ein kleines Wauzi. Und ich habe an so einen Pudel gedacht oder so. Weil sie ist ja irgendwie so halt Frau und dann irgendwie so Pudel in Weiß passt ganz gut, obwohl der sieht auch ganz knuffig aus. Oh, ein Wauzi, ein kleiner Wauzi. Der ist süß. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich eher ein Chihuahua vielleicht. Wieso nicht, ne? Aber der ist so süß, der weiße Kleine hier. Oh Gott. Das sieht aus wie eine Ratte. Ich habe nichts gegen Chihuahuas, aber das sieht echt aus wie eine Ratte. Französische Bulldogge. Ein Hafendingsterbumster. Nein, nein. Ein Mops ist süß. Ein Mops mag ich. Obwohl, hier sehen die ganz schön strange aus. So einer ist auch ganz süß. Da finde ich ganz knuffig. Ja, der ist auch ganz süß. Ist auf jeden Fall okay zu ertragen. Ein Pekingese? Nee, lass mal. Ein Pudel. Ich habe eigentlich so an Pudel in Pink gedacht, aber das wäre irgendwie voll die Tierquälerei. Oder so einen kleinen schwarzen. Ein Schiperke. Den nehmen wir. Der ist süß. Aber den jetzt in Pink zu färben, ist fies. Und noch ein, weil es ja noch ein Junge ist. Ach, wir lassen den einfach mal so. Wir sind nicht fies. Ich hatte mal eine pinke Katze, das weiß ich, in dem Haushalt. Die habe ich adoptiert. Adoptiert, so rum. Das war ganz schön merkwürdig. Hat mir nicht wirklich zugesagt. Die sah ganz echt total komisch aus. Sieht das merkwürdig aus, wenn ich jetzt da. Ja, sehr sogar. Oder. Damit sieht er auch bestimmt gefährlich aus. Ja. Ja, damit sieht er gefährlich aus, den behalte ich so. Habe ich einen kleinen Wachhund. Dann bin ich glücklich. Der Kleine ist. Ein Genie auf jeden Fall. Ordentlich. Treu. So. So. So, Familie Mondschein. So, Leute. Eigentlich wäre jetzt auch schon Schluss. Jo. Ich sag von meiner Seite aus ciao und bis zum nächsten Mal.